Matthias, 23 Jahre alt. Wo ist er? Hier ist er. Hallo Matthias. Hier bin ich, hi. Ja, hi. Matthias, dein Thema. Mein Thema ist meine Stimme. Und zwar, ich bin 23 Jahre alt. Ja. Und bin Azubi zum Bürokaufmann, zweites Jahr. Ja. Habe also tagtäglich mit dem Telefon zu tun, sowohl auch mit Kundschaft und so weiter und so fort. Ja. Die Stimme? Du sagst, die Stimme ist dein Problem? Oder dein Thema? Problem nicht ganz. Nicht ganz, nein. Problem ist in dem Sinne, dass ich mit Frauen halt sehr viel Kontakt habe und auch sehr gerne flirte. Ja. Das heißt, die Frauen, die darauf anspringen, sind meistens älter als 30 Jahre. Ja. Und mit einer Person habe ich auch schon eine Affäre jetzt momentan am Laufen. Aha. Diese Frau ist 48, also 25 Jahre älter. Ja. Und ja, seit einigen Wochen, 7, 8 Wochen ungefähr. Mhm. Mit der ich mich auch ja, regelmäßig treffe und wir auch miteinander ins Bett gehen. Ja. Aber wir uns auch sehr gut unterhalten. Auch sehr tiefsinnig, auch sehr tiefgründig und so weiter. Hast du eine Freundin auch noch? Nein. Nee. Nein. Mhm. Erklär mir das mal mit der Stimme. Was meinst du mit der Stimme? Ja, dass halt die Frauen darauf so anspringen. Mir wurde schon sehr so oft gesagt, dass meine Stimme so erotisch sei oder. Nein, aber ich sag dir auch, ich finde, dass du eine sehr gute Stimme hast. Also ich sag's dir als Radiomann, wo ich achte sehr auf Stimmen. Du hast eine verdammt gute Stimme. Danke. Und die klingt auch etwas älter. Ja. Wenn ich dich jetzt so gehört hätte, hätte ich der Typ, der ist bestimmt Mitte 30 oder so. Ja, hat dein Team auch schon gesagt, als ich Anruf habe, ja. Stimmt. Ja, du bist 23, ne? Ach so, dann meinst du, dass du deshalb so die Frauen weich kochen kannst mit dieser sensationell erotischen Stimme? Ja, genau. Mhm. Und ist das die Erfahrung, dass ältere Frauen eher auf solche Stimmen stehen als denn junge Frauen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht achten da nicht junge Frauen so sehr drauf. Vielleicht achten die mehr auf das Aussehen oder auf die Art. Ja. Und wobei dann ältere oder reifere Frauen dann schon mehr auf die inneren Werte achten und auch auf die Stimme an sich. Ja, wie das ist ja immer interessant, wenn man Stimmen hört, dann gehen einem immer so, ja, so Vorstellungen durch den Kopf. Wie mag der Typ jetzt aussehen? Beschreib dich mal, wie siehst du aus? Ich bin. Halt, stopp, sag nicht. Ich sag dir mal, wie ich mir dich vorstelle. Ja. Aufgrund der Stimme, das ist natürlich jetzt eine Klischee-Vorstellung. Aha. Ich würde jetzt denken, dass du groß bist. Ja. Dass du dünn bist. Nee. Aber groß bist du. Ja, 2,1 Meter. 2,1 Meter. Ich hätte jetzt 1,95 geschätzt oder so etwas. Knapp daneben. Naja, also dünn bist du nicht. Ich habe 20 Kilo Übergewicht. Wie viel wiegst du denn? 122. Oh ja, das ist ganz schön kräftig. Ja, aber gut verteilt, sage ich mal. Ich stelle mir auch vor, dass du dunkle Haare und dunkle Augen hast. Falsch, komplett. ein blauäugiger Hühne. Richtig, blonde kurze Haare, Geheimratzeichen, so ähnlich wie du. Ja, ja. Kurze Haare. Ja. Ja. Aber du sagst du das Ganze so mit so ein bisschen mit so einem Problem in der Stimme. Mit einem Problem in der Stimme. Eigentlich sei doch froh, dass es so ist. Ja, natürlich, aber ich finde das irgendwo unnormal, dass ich als 23-jähriger junger Mann eine Affäre anfange mit einer 48-Jährigen. Ich meine, ich liebe Sex, ich mag Sex und aber irgendwo ist es unnormal, finde ich. Ja, warum tust du es denn dann? Weil ich Spaß dran habe. Ja, weil du Spaß dran hast. Die Frau ist offensichtlich zuerst scharf geworden durch deine Stimme. Die hast du auch erst am Telefon kennengelernt, richtig, die Frau. Mhm. Genau. So. Und offensichtlich gefällst du ihr so auch, als sie dich dann gesehen hat. Mhm. Und wenn du auch scharf auf die Frau bist und wenn sie Nummer 48 ist, doch wurscht. Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass wir beide suchen. Also sie sucht einen älteren Herrn für eine Beziehung und ich suche auch eine Frau für eine Beziehung oder für Sexabenteuer oder für was weiß ich, ne? Ja. Also wir reden über alles, wir sind sehr offen gegenüber und wissen schon, was andere denkt. Ja, also das ist nicht für dich jetzt eine Beziehung für länger. Nein. Nein, das ist eine Affäre. Einfach eine. Ja. Hattest du denn auch schon Frauen in deinem Alter? Die erste Beziehung, die ich hatte, da war sie 14 Jahre älter. Die zweite, die ich hatte, war 2 Jahre jünger als ich. Ja. Und das ging komplett in die Hose. Mhm. Na gut, 2 Jahre jünger muss ja auch nicht sein. Wenn es ein bisschen älter ist, wenn es, weiß ich, 10 Jahre älter ist, ist es ja auch okay. Technisch her ist es etwas problematisch von meinem Elternhaus her, weil die schon damals gesagt haben, mit diesem 14 Jahre älteren Frau, dass sie da schon Probleme gesehen haben und die Frau nicht so gerne mochten und so weiter und so fort. Ja gut, aber deine Eltern sollen sie auch nicht mögen, sondern du sollst sie mögen. Richtig, schon klar. Ja. Komme ich da irgendwo in Zugzwang.
Also du stehst so ein bisschen unter Druck von zu Hause. So gesehen schon. Ja, aber dann musst du dich ja nun wirklich emanzipieren, Matthias. Ja, also, ich meine, wenn du wirklich eine Frau liebst, die jetzt, weiß ich, 32 ist, mhm, und der Papa und die Mama sagen, die ist zu alt, dann würde ich Papa und Mama sagen, pass mal auf, Freunde, es ist mein Leben und meine, mhm, Liebe und mein Glück. Mhm. Schon richtig, ja. Ja. Also, aber nochmal auf die Stimme zurückzukommen, sei froh, dass du sie hast. Stell dir mal vor, das wäre genau das Gegenteil. Du hättest eine sehr hohe Stimme, was ja die meisten Männer eben nicht mögen und die Frauen bei Männern dann auch nicht mögen. Ja. Es ist doch eigentlich eine schöne Sache. Auf jeden Fall, mein Traumberuf ist auch, Radiomoderator zu werden. Ich wollte gerade sagen, du müsstest eigentlich den Job wechseln. Du müsstest irgendwie, ja, Sprecher werden oder Schauspielausbildung machen oder irgend so etwas. Wirklich eine tolle Stimme. Synchron könntest du machen oder sowas. Ja, ich habe 7 Jahre lang auf einen Kanal gemacht, meine eigene Sendung gehabt. Ja, ja. Musste es dann aufgeben aufgrund sehr weiter Entfernung. Ich bin jetzt 500 Kilometer weiter weggezogen aufgrund, mhm, der Ausbildung. Mhm. Und ja, wenn ich die Ausbildung beendet habe, dann ist mein größter Wunsch, zum Radio zu kommen. Mach doch ganz einfach nebenher, investiere doch in dich, mach doch eine Sprecherausbildung, eine Sprachausbildung. Wo kann man sich da bewerben? Das bieten die, ich glaube, Schauspielhäuser bieten das an, Schauspieler an Schauspielhäusern, oder da kannst du dich, ja, ich würde mal über ein Schauspielhaus gehen in deiner Gegend. Und da hast du eine ganz gute Grundlage vielleicht für diverse Sprechereinsätze hinterher. Ja. Mein lieber Matthias. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Tschüss. Ciao.